So, England gegen Ungarn. Die Ungarn noch 0 Punkte, die Engländer ebenfalls eben schon mit rein. Die könnten jetzt natürlich profitieren, dass da Polen und Island sich so getrennt haben, denn ich sage mal so. Ich sage mal so, 3 Punkte, die reichen jetzt. Easy ist. Ja, und die Ungarn, die haben schon gekämpft gegen diese, da leider dann 2 zu 3 verloren. So. So. Ja, England, sie können hier den Ausstieg jetzt wissen wie. Oh, das war nix. Boah. Gut. Robin weit vorne. Oh. Mann, Mann. Jetzt mit der Verteidigung. Mann, natürlich mehrere Konter lauern. Oh. Oh, ist schön. Schön. Nikolic. Schön. Der Mittelfeld attackiert gleich. Ja, Ungarn führt jetzt überraschend hier mit der ersten großen Möglichkeit.
Oh. Ist verletzt. Machen wir natürlich Fairplay und warten. Alter. Unser neuer Nego. Alter Mann, falsch was raus. Alter. Sterling. Ja, England kommt zu Möglichkeiten. Er hat auch mehr Spiel am Bein hier. Aber hat noch nicht so die zwingenden Chancen. Schon gemacht vom Mount. Boah. Einen Wechsel gibt es jetzt. Ein Mann, der sehr gut spielt in der Champions League, wie ich finde. Hat zwar noch nicht auf den Aufstieg mit seiner Mannschaft geschafft, aber ist immer gut dabei, immer gefährlich. Sieht man in der realen Aufstellung auch nicht so. Schade. Ach. Stark. Und das ist sehr viel Anteil. Yes. Rashford. Ausgleich. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Anthony hat es aufgelegt.
Oh. Ciao. Oh. Oh. Gott sei Dank. Da schimpft er mit seiner Verteidigung. Zu Recht. Oh, so. Los. Oh. Gott sei Dank. Ach, ich das jetzt hier aus. So, Doppelwechsel. Ja, auch für die Ungarn, die sich eventuell diesen Punkt hier. Holen. Heißt es noch nicht aus, dann meinen zwei besten Dritten, das heißt, letztes Spiel gewinnen, hast du schon wieder 4 Punkte. Wird dann schon wieder spannend. Tom Madison. Das Wort folgt. Oh. Oh, Gulaschi wieder. Oh, Kontermöglichkeit. Oh. Stoßlei. Gott sei Dank. Was gibt denn hier? Schade. Das war es jetzt gewesen, oder? Ja. Das kann man sagen, war das richtig stark, oder? Ja, Ungarn jetzt auch sehr gefährlich jetzt die letzten 5 Minuten.
Ja, Ungarn kämpft sich den Punkt. Stark. Für England heißt es aber schon auch noch zittern. 4 Punkte, aber eventuell den dritten Platz am besten. Das war nicht so gut. Für die Engländer.